Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Sonic Colors. 2010 für Nintendo Wii erschienen. Neues Spiel. Und Tails, quatsch mir nicht dazwischen. Ich rede gerade. Act 1 von Tropical Resort, das geht direkt los. Ja, und das Opening war doch mal richtig genial, oder? Reach for the Stars von Jean-Paul McClure von Cash Cash. Und ich mag den Song. Es muss nicht immer Crush 40 sein. Der hat perfekt gepasst. Aber wo sind wir hier? Wir werden gleich noch was zur Story erfahren, denn wir befinden uns auf Dr. Eggmans intergalaktischen Freizeitpark. Er hat aus Reue zu seinen früheren Taten im Weltraum einen Freizeitpark errichtet und das ganz ohne Hintergedanken. Sonic und Tails kommt das spanisch vor und die schauen sich hier direkt mal um, ob da nicht doch irgendwas schief hängt, aber es sieht wirklich so aus, als wäre das Ganze nur zum Vergnügen da. Gleich erfahren wir mehr. Die ersten zwei Acts müssen wir erstmal schaffen. Vom Spielprinzip, das ist eigentlich das schöne Sonic-Spielprinzip, was die meisten sehen wollen und zuletzt mit Sonic Lost World nicht bekommen haben. Und im Gegensatz zu Sonic Unleashed gibt es hier auch keinen Wehr-Igel, sondern Speed-Passagen par excellence. Und das Ganze wird permanent einen Freizeitpark-Look beinhalten. Ähnlich wie Super Mario Sunshine, was immer jede Welt einen Urlaubslook hat, hat hier alles irgendwie mit Freizeitpark zu tun. Und es ist auch das Debüt der Wisps. Auch hier musste Sega natürlich wieder experimentieren, wie man Sonic-Spiele ja, erweitern kann im 3D-Bereich. Und statt Wehr-Igel oder Igeln mit Knarren oder mit Schwertern, geht's hier also darum, dass diese kleinen Aliens uns spezielle Fähigkeiten verleihen. Und das kam so gut an, dass die Wisps auch in Sonic Generations und in Sonic Lost World dabei waren. Da haben wir sie befreit. Das war der erste Act. Ich glaube, der zweite wird direkt hinterhergeschmissen. Deswegen. Aber keine Angst, es gibt noch Zwischensequenzen und das richtig Gute. Haben mir sehr gut gefallen. Sind übrigens das letzte große Sonic-Spiel, in dem es keine deutsche Synchronisation gibt. Also hier wird auch immer zwischen 2D und 3D gewechselt. Das ist eine ganz gute Mischung. Wie gesagt, das Ganze für Nintendo Wii erschien und für nichts anderes, doch für Nintendo DS, aber das war ein völlig anderes Spiel. Das war nur in 2D und ähnelt Sonic Rush und Sonic Rush Adventure sehr stark. Und ansonsten kann man das Spiel auf der Nintendo Wii auch mit dem GameCube-Controller zocken. Man konnte seinen GameCube-Controller anschließen an die Nintendo Wii. Und ihr seht schon, hier sind überall leere Kästen, da sind spätere Wisps drin. Da kann man den Level nochmal erkunden, zum Beispiel hier sich reinbohren. Das können wir jetzt noch nicht. Geduld! Natürlich konntet ihr das Game auch mit der Wiimote zocken oder mit dem Classic-Controller. Ich spiele das Ganze immer noch mit dem GameCube-Controller per Adapter an die Wii U angeschlossen. Also ich zock's auf der Wii U, das Wii-Spiel mit dem GameCube-Controller. Kommt das an? Da gibt's so einen Adapter, so einen schönen. Dann wird ja auch Smash Bros. Wii U mit dem GameCube-Controller zocken können. Aber das Spiel denkt jetzt halt, das ist ein Classic-Controller. Deswegen werden auch die Tasten so angezeigt wie auf dem Classic-Controller. Hauptsache, ich kann gut damit zocken. Und ich liebe meinen GameCube-Controller. Generell. Das ist wirklich der beste Controller, den Nintendo je gemacht hat. Kann auch der Wii U Pro Controller nicht mithalten. Ah, hinter dem Ziel war noch ein roter Ring. Habt ihr das gesehen? Da ist er. Hätte man nicht so hektisch sein sollen. Gib mir eine gute Platzierung. Bin ich zufrieden damit. So, ich glaube, wir können uns auf die erste Zwischensequenz freuen. Film ab! Where you can enjoy five planets for the price of one. He loves to hear his own lips flap, but I gotta hand it to the Eggster. This place is epic. Everyone and their brother is gonna want to come here. No doubt, but now I'm not sure why we're here. This place looks totally harmless. Because Eggman plus secretly built amusement park equals evil plot for us to foil. Lucky for us, he's not very good at keeping things hidden. True. It would be pretty hard to miss a giant floating space amusement park surrounded by planets. Still, an evil plot? I don't know. Whoa. Wow! Plot or not, you can't be mad at this view.
This place has taken beauty to the next level. I'm just surprised that it was so easy to sneak in here. I wouldn't say it was that easy. Hello, happy people. Buckle up as Eggman's ultra-accelerating space elevator whisks you to an interplanetary wonderland of fun. I can't believe somebody was dumb enough to leave the keys in this thing. It's like Eggman's begging us to sneak in and trash the place. Man, this thing's got crazy fast acceleration. You call this fast? This amusement park has been constructed entirely out of a sense of remorse for my past transgressions and is in no way associated with any sort of evil plot or premeditated misdeeds. Well, that's a relief. About it makes my head feel like it wants to. Your voice chip is stuck on Cowboy again. Stop talking and nip those aliens. You got it, partner. Come on, here, you little varmints. Come back here. I'm gonna get you. Hey, come here. I got you now. I'm not sure what's going on, but I'm sure of what I'm gonna do. Huh? Hey, what's going on? Huh? Whoa! Okay, Speicherstand 2. Der erste ist ja mein altes Let's Play, damals vom Release von 2010. Und ich muss sagen, die Videos sind inzwischen nur noch auf 240p verfügbar. Ich garantiere euch, die gab's auf 360p. Aber YouTube hat die irgendwie, wahrscheinlich war das Video grenzwertig groß immer. Und deswegen sind die auf 240p runtergestuft worden. Ist ja egal, jetzt haben wir hier 1080p und das sollte reichen. Tikal? Nein, ich bin nicht Tikal. LPM, halten wir es kurz. Und wir stürzen uns jetzt wahrscheinlich auf die Levelkarte. Wähle ein Mi oder ein Symbol. Ich könnte hier meinen LP Markus Mii verwenden, oder? Aber wir nehmen... Sonic ist ja langweilig, Eggman auch. Wir nehmen Orbot und Q-Bot. Die haben wir eben nämlich schon gesehen und ich finde die echt genial. Das sind Sonic-Charaktere. Da bin ich froh, dass die dabei sind. Orbot gab es ja schon in Sonic Unleashed, aber mit anderen Farben und so. Und naja, seit Sonic Colors sind die richtig doch unterhaltsam mit dabei. Machen das ganz gut und hier geht schon mal der Punk ab, wie wir sehen können, ja. Also Orbot und Q-Bot sind Charaktere, die lockern das ein bisschen auf und hat mir in Sonic Lost World auch sehr gut gefallen in den Zwischensequenzen, wie die das Geschehen auflockern und das machen sie seit Sonic Colors und ich hoffe auch in Zukunft noch ein bisschen. Act 3. Also die Welten hier in Sonic Colors haben verdammt viele Acts. Ich muss aber auch dazu sagen, dass die späteren Acts immer recht kurz sind. Schnellschrittmodus, alles klar. Kein Problem. So, jetzt sieht Sonic in der Zwischensequenz auch die Wisps und wird... Ja, es gibt verschiedene Wisps. Die Standard-Wisps. Ich hasse diesen Namen. Echt in der Mehrzahl. Jetzt haben wir den Laser. Erklär mir einfach Tails, auch wenn ich es weiß. Türkiser Wisp und damit werden wir zum Laser. Habe ich damals nicht so ganz verstanden, aber jetzt... So, er und dann los geht's. Folge einem Ringstrahl oder den Kristallen, je nachdem. Und wenn man das beherrscht, ist es ganz gut. Wie gesagt, das Spiel kann man 2, 3, 4 Mal durchspielen und immer Neues entdecken. Wenn man erstmal alle Wisps hat und die ganzen anderen Fähigkeiten, dann wird man auch in den früheren Leveln viele Geheimnisse finden. Auch die roten Ringe zählen zu den 100%. Aber wir werden das Spiel einfach wunderschön durchspielen und haben unseren Spaß dabei. Komplette Story. Wird ja auch episch, muss man sagen. Damals war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich mir halt ein riesen, mega, super neues Sonic-Spiel erhofft hatte. Und das erhoffe ich mir jetzt für PlayStation 4 und Xbox One. Beziehungsweise ich würde es für PlayStation 4 spielen. Während Big Red Button an Sonic Boom bastelt, ist das Sonic-Team am nächsten Sonic-Game beschäftigt, welches dann wahrscheinlich für PS4 erscheinen wird. Ist aber nur eine Vermutung meinerseits. Volle Konzentration auf Sonic Colors. Aber ich muss sagen, Sonic hat ziemlich viele Nintendo-exklusive Titel, ne? Sonic Colors, Secret Rings, Schwarze Ritter. Trotzdem
die für Multiplattformen erschienen sind, sag ich mal, Sonic Unleashed und Sonic Generations, die kamen, naja, doch ein bisschen besser an, muss ich sagen. So, hier Stampfattacke AX. In der Luft quasi X drücken. Gib mir mal die anderen Wisps und ein paar Ringe. Da ist ein gelber Kasten, da gäbe es die gelben Wisps. Damit könnten wir bohren. Und ich gehe erstmal oben lang. Full Speed! Wenn ich eine gute Möglichkeit sehe, den Laser-Wisp zu benutzen, dann mache ich das direkt. Weil ich habe den die ganze Zeit. Also unten links seht ihr ja, wie der Hase läuft. Hier einsetzen könnte, ist mir ein bisschen zu tricky. Beim ersten Lebensverlust noch ein bisschen hinauszögern. Aber er wird kommen. Mein Ehrenwort. Hütte. Reaktion wie ein überfahrenes Eichhörnchen. Das ist bei Sonic aber nicht so gut. Ja doch, die Steuerung geht ins Blut über. Muss man sich dran gewöhnen. Das ist wirklich der Fall, aber kann man gut klarkommen mit der Steuerung. Auch da unten der Stab, das ist auch ein späterer Wisp. Ach nee, das ist mit Laser. Okay, war das der Laser? Yep, Tails, alles klar. Laser, da drauf und ab durch die Röhrenkanalisation. Und zwar in nicht nur in Schallgeschwindigkeit, in Lichtgeschwindigkeit. Da guckt sogar der Igel blöd aus der Schmutzwäsche. Ich schnupp mir hier sogar die paar Ringe, auch wenn es total sinnlos und random ist. Ich habe so einen kleinen Doppelsprung drauf, wenn ich es mal zeigen darf. Ganz kleine Abpraller, aber der kann in brenzligen Situationen viel, viel bringen. Und das war natürlich Skill vom Feinsten. Kann ich da so hin eigentlich? Ja klar, mit dem Doppelsprung. Kann ich da hin, ist doch klar, wie Großbrühe. So. Bams, bams, Homing Attack. Eigentlich hat das Game alles, was an Sonic eigentlich... Ja, es hat den Speed einfach. Ah, ich bekomme mal ein bisschen besseren Rang. Ein extra Leben gibt es gratis dazu. Da freuen wir uns einen Ast ab. Nächste Zwischensequenz. Oder auch nicht. Wir gehen erstmal auf die Levelkarte. Okay. Kein Problem. Also diese einzelnen Planeten sind die einzelnen Welten. Und das Ding in der Mitte ist halt die erste Welt. Kommen wir zu Act 4. Und ihr werdet sehen, dass es schon viel, viel kürzer ist. Let's go. Der Soundtrack weiß auch zu gefallen. Was ist denn das da für ein Kompagnon? Trantütenblick. Ja, diese Ballons sind so episch wie in Carnival Night Zone. Sega Mega Drive. Freue mich immer über alte Elemente. Was befördert ihr mich denn zurück? Da ist, glaube ich, das Ding schon zu Ende. Der Level. Warte. Hier lang watschel. So, ein bisschen was abzusahnen. Ist da kein Ring? Kein roter Ring dazwischen? What the, warum? Muss ich die erst besiegen? Ach nee, der hat den random da drauf gelegt. Tja. Das nenne ich mal einen eher kurzen Act. Ich habe jetzt mir viel zu viel Zeit gelassen, deswegen gibt es auch keinen guten Rang. Naja. Da wird mir schon ein Rang ablaufen hier. Okay. Weiter im Text. The framostatic capacitor to the maximizing modulationizer. I wish I knew what you were saying, little guy. Or gal. Or whatever you are. Oh man! That was crazy! Oh, I was reconfiguring my handheld into a translator so I can understand this guy. Did you go somewhere? Didn't you see? I absorbed those aliens and got powered up with, like, some kind of wild energy. And after a few seconds, they'd pop out of me. I find that hard to believe. Huh? Okay, seriously? We need to find Eggman and figure out how catching these aliens fits into whatever heinous plan he's hatching. And wreck that plan, right? Yeah, that's pretty much how we spend our time. Das ist euer Job. Und wir haben Spaß dran. Okay, Act 4. Und jetzt geht's nach Act 5. Was für ein Kombinationsvermögen. Okay.
was auch immer da jetzt kommen möge. Aber ich erwähne es gerne noch ein drittes Mal, ja. Auch wenn diese Acts kurz sind, mit anderen Wisps, Peter, hier rechts ist ja noch was Lilanes, Rosanes, kann man die Level dann anders lösen und mehr bekommen. Deswegen, wenn man 100% wollte, einfach mal jetzt angenommen, dann müsste ich ja eh erstmal normal durchspielen und dann später, wenn wir alle Wisps haben, alle Fähigkeiten, dann nochmal dafür sorgen, dass alles gut wird. Wir alles eincollected kriegen. Ah! Bisschen falsch, aber ich bin trotzdem an den Kristall gekommen und speede mich hier durch die Landschaft. Yeah! Ne doch, macht schon Spaß, das Game. Gerade nochmal justieren und ab dafür. Volle Möhre hier! Ne, es läuft. Die Roboter sind auch aus Sonic Heroes, ne? Kommen mir doch irgendwie bekannt vor. Nachdem man mit Sonic 2006 so ein bisschen ernster werden wollte, ist man doch ein bisschen wieder ins Cartoon-mäßige zurückgegangen und ja... Ist wahrscheinlich besser so. So vom Look her. Sonic 2006 war dann doch ein bisschen, jetzt mal rein vom Look, vom Aussehen, zu menschlich. Und wie das mit Sonic Boom wird, werden wir uns dann ohnehin noch drüber unterhalten, wenn dieses Game erschienen ist. Verdammt! Seht ihr, es muss nicht mal alles das laufen. Oder da kann ich auch irgendwie lang. Im ganzen Level sind ja Zielscheiben verstreut. Da unten ist auch ein roter Ring. Kommt erstmal da unten hin. Zerstört erstmal die ganzen Ballons. So. Ich bräuchte jetzt halt einen Laserwisp, weil sonst sehe ich hier kein Land. Boah, lass mich mal kurz da durch. Dankeschön. Hier gibt's aber keinen mehr. Ja, dann halt nicht. Wenn ich das perfekt gezielt hätte. Wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Jetzt habe ich halt Pech gehabt. Da ist das Ziel. Ach, weißt du was? Laser hoch. Irgendwo kommen wir schon raus. Do it. Ne, er findet nichts. Dann lass es halt. Da, voll ins Ziel. Ja, volle Möhre, sage ich euch. Das wird noch ein Spaß hier. Ja, ich habe Neustart ausgewählt. Das tut mir jetzt leid. Macht nichts. Wisst ihr warum? Ich erkläre es euch ganz kurz. Da ich ja diesen GameCube-Controller benutze und die Konsole denkt, das wäre ein Classic-Controller. Also der Classic-Controller hat ja Plus und Minus. Und der GameCube-Controller hat da nur die Start-Taste. Und das bedeutet, wenn man einmal auf Start drückt, ist es Minus. Wenn man zweimal drauf drückt, ist es Plus. Und das war halt voll der Epic Fail gerade. Aber ihr kennt doch den Komfort des GameCube-Controllers. Macht der nächste Level ist ja saukurz und ich habe ihn schon wieder so gut wie durch. Ja. Vielleicht schaffe ich die Stelle jetzt da, die mich da eben so ein bisschen geärgert hat. Oder die ich besser schaffen möchte. Oder korrekt. So, lass mich mal hier vorbei. Weil hier geht's ja auch lang. Hier kann man ja auch, warte mal. Wenn ihr mal schaut. Ja, da oben geht's auch lang. Aber ich will das schaffen. Ah, da wäre noch einer gewesen. Ne? Nein! Er macht's immer falsch. Ich habe ein bisschen zu steil jetzt. Naja. Die Meister fallen ja bekanntlich nicht vom Himmel. Jetzt probiere ich mal von der Position aus. Ey, episch, das war genau so gewollt. Gibt es jetzt vielleicht einen besseren Rang? Ja. Rang A, guck doch mal an hier. Genau das hatte ich vor. Zweimal drücken. Im nächsten Part geht's weiter. Ich würde sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Mit Sonic Colors werden meine Let's Plays auf jeden Fall viel bunter. Bis dann und ciao!